Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy 9. Ja, und wenn wir schon mal anfangen, hier spielen wir doch eine Runde Karten. Karten spielen willst du? Ja, komm, wollen wir natürlich. Ich habe mir jetzt zwischenzeitlich ein kurzes Video angeguckt, wie das mit dem Kartenspiel jetzt funktioniert. Ich werde zwar trotzdem nicht besser werden, aber schauen wir mal. Ich spiele mal mit schlechten Karten. Ich habe ja eh nur schlechte Karten. Oh, die ist vielleicht ganz gut. Ja, die könnte ganz gut sein. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Ist die jetzt gut oder schlecht? Keine Ahnung. Ja, komm, nö, die ist... Ich nehme sie mal mit. Und, ja komm, nehmen wir nochmal das Ding da. Also grundsätzlich ist es vollkommen egal von den Zahlen... Also entscheiden... Ja, ich... Moment, ich erkläre es euch jetzt. Also das Thema mit den Kreuzchen haben wir ja schon... Also mit den Dreiecken, das haben wir ja schon geschnallt, ne? Also das Thema mit den Dreiecken ist... Da gibt es dann so einen Kampf, ja. Also die kann der Gegner nicht einfach so mitnehmen, sondern da gibt es so einen Kampf dann. Ja. Und mit diesen anderen Zahlen, das hat jetzt den Hintergrund, jetzt kann ich es nicht zeigen, aber grundsätzlich ist so, ich warte mal, bis hier mal so eine Situation kommt, wo ich die verwenden kann. Das war jetzt zum Beispiel sehr unklug. Ja, weil jetzt gibt es ja nicht Battle. Ja, und jetzt haben wir das Problem, dass, genau, dass ich jetzt natürlich hier zwei Karten... quasi verspielt habe. Eieiei, die bekomme ich nicht mehr. Ah, pack mal lieber das daher. So. Ja, das war jetzt doof. Aber ich müsste theoretisch... Moment. Ja, genau. Jetzt haben wir da unten... Sehen wir hier bei diesem Vieh da unten da, sehen wir diese Zahlen und diese zwei Zahlen nachher. Also da, wo die 1 steht, das ist die physische Abwehr. Und da, wo die 0 steht, das, also die ganz rechts, die 0, das ist die magische Abwehr. Das M auf einer Karte bedeutet, dass er magischen Angriff macht. Hingegen das P würde bedeuten, dass er physischen Angriff macht. Also ist hier eigentlich diese Karte zu verwenden eher doof. Ja? Was bedeuten jetzt die Zahlen? Eine Zahl 0 bedeutet, dass ein Zufallswurf passiert zwischen 0 und 15. Ja? Also wenn ich jetzt die hier nehme, dann mache ich einen Angriff zwischen 0 und 15, einem physischen Angriff. Ja? Der Gegner unten hat eine 1 bei der eben dritten Stelle von links stehen, was bedeutet, er hat einen physischen Abwehrpunkt quasi. Und 1 bedeutet... dass irgendeine Zahl zwischen 16 und 31 oder 16 und 30 gewürfelt wird, ja. Also es ist immer so, dass, ja, es sind immer 15, glaube ich, genau, ja. Und somit entstehen Zufallszahlen, also wenn ich das jetzt mache, müsste er unten eigentlich theoretisch eine Zahl zwischen, schauen wir mal, okay, 17, ja, gut. War jetzt doof von mir. War jetzt echt doof. Genau, weil jetzt kann ich es eh nicht mehr gewinnen. Also ich kenne die Regeln, aber ich habe trotzdem verloren. Was jetzt eher peinlich ist, ja. Genau. Ja. Nur der Witz an der ganzen Geschichte ist, eben egal, ob man jetzt Angriff oder Abwehr besser oder schlechter ist, wie viel abgezogen wird, ist dann auch wieder so ein Zufallsding. Also, ja, spielen wir mal mit ihm. Also es ist eigentlich alles immer schön offen. So, komm, ich nehme ein paar. Ganz ehrlich, ich spiele jetzt nur mit Rattenkarten. Und hier mit ein paar von den Kobolden, weil es eh egal ist. Ich habe noch keine guten Karten. Das ist halt der Punkt. So, er muss anfangen, Gott sei Dank. So, und jetzt ist geschickt, dass ich hier... Was nehmen wir denn da für eine Karte? Es wäre geschickt, dass ihr eine Karte habt, die nur nach links geht, aber sonst keine Pfeile hat. Weil Pfeile sind Vorteile und Nachteile. Zugleich komm, ich nehme die da. Dann gehört die mir automatisch. So, das war jetzt doof, aber jetzt gab es hier natürlich eine Combo. So. Jetzt müsste ich eigentlich meine eigene Karte hier wieder zurückgewinnen. Jetzt bräuchte ich irgendwas mit einer höheren Angriffskraft, habe ich aber nicht. Aber ich mache mal den da. Genau, das war jetzt das Gemeine. Das kann man nämlich nicht steuern. So. Also jetzt haben wir nämlich beide dasselbe gehabt. So, 6 und 10. Super. Also ich habe richtig Pech diesmal. Diesmal habe ich ja richtig Pech. Komm, jetzt aber. Jetzt haben wir da so einen tollen Combo, aber brachte mir halt auch nicht mehr viel, weil ich verliere nämlich trotzdem, blöderweise, oder? Ne, 5-5 unentschieden. Ja, komm, machen wir noch eine Partie. Also ihr merkt einfach, es ist alles sehr durch Zufall bestimmt. Die Karte wäre gut, weil die hat einen physischen Angriff. Komm, nehmen wir die mal als Joker mit. So, und dann spielen wir den Rest wieder mit
Da habe ich dann noch, die hätte auch noch einen. Ich nehme jetzt mal wirklich lauter gute Karten mit. Ist zwar doof, weil die verliere ich wahrscheinlich. Kommt die Qualle da. Jetzt haben wir da eigentlich 1 im 1. Mimik ist wahrscheinlich auch ganz gut. Ja, die wären auch ganz gut, aber die möchte ich auch noch nicht verlieren. Da habe ich so Bob-Bombs. Ja, komm, nehmen wir 2 Bob-Bombs noch als Flunderkarten mit, die wir einfach wegschmeißen können. So, oh, jetzt haben wir komplett offen. Komm, ja, dann machen wir mal den da. Und dann machen wir mal... Ja, keine Ahnung, machen wir mal den da, ist egal. 10 von 3, aber eben hier in dem Fall, also unser Zufallswurf war 10, sein Zufallswurf war 3. Aber trotzdem heißt das nicht automatisch, dass wir gewinnen, weil nämlich die Punkte auch immer random abgezogen werden. Also es ist immer zufällig, ja. So, dann packen wir das daher. Oh, der hat den einfach umgedreht. Wie fies war das denn? So, jetzt könnten wir eigentlich unseren, hier den da reinpacken. Dann bekommen wir zumindest die linke sowieso. Ja, und man sieht, die untere, da haben wir auch ganz gut. Das war jetzt fies. Also dieser Zug war jetzt richtig, richtig fies, ja. Richtig, richtig fies war der jetzt. Aber ist egal, wir werden trotzdem noch gewinnen. Schade eigentlich, weil ich dachte, jetzt habe ich eine gute Partie, aber der letzte Zug war echt fies. So, wir haben gewonnen. Das ist schön. Jetzt schauen wir mal, dass wir irgendeine gute... Okay, ich bekomme keine gute Karte, leider. Ich bekomme nur so blöde Ratten. Hatte der überhaupt eine gute Karte? Ich weiß es nicht. Ja, und so kann man das halt immer spielen und muss immer gucken, dass man immer bessere Karten bekommt und irgendwann wird man dann ganz gut. Aber naja, komm. Alles können wir nicht haben. Vielleicht spielen wir nochmal auf dem Weg. Ah, die wollen auch. Ja, komm. Spielen mit denen. Oh, ich bin eh falsch gelaufen. Also von dem her ist eh egal. So, dann nehmen wir nochmal die guten Karten mit. Oder hier zumindest kommen die beiden Bob-Bombs. Haben wir letztens viel. Ich nehme die als Joker-Karte mit, damit ich eine gute habe. Die hat eine gute Abwehr. Ist nur die Frage, Abwehr bringt mir halt beim... Ist halt Abwehr. Ja, physische Abwehr. Aber, ja gut, nehmen wir sie mit. Ist egal. Ah, und hier haben wir jetzt eine, die hat sich jetzt irgendwie entwickelt, eine X bedeutet, dass ein Angriff geht hier, also manche Karten können sie für im Verlauf des Spiels auch weiterentwickeln, ein X bedeutet, dass der Angriff immer auf das Schwächere der beiden Elemente geht, also wenn der bei physisch 1 und magisch 0 hat, dann geht der Angriff gegen die magische Abwehr, also gegen 0, die ist schon recht gut, die hat sehr viel Dreiecke. Also die Ex-Mensch-Karten sind schon gut. Ja gut, nehmen wir die mit. So, schauen wir mal, was jetzt so passiert. Nein, ich muss anfangen. Ich mag das nie, wenn ich anfangen muss. Dann gehen wir doch mal daher. War jetzt ein bisschen blöd, aber naja. So. Jetzt könnte ich eigentlich... Ja komm, schnappen wir uns die mal. So, jetzt macht er hier den da. Hat aber verloren, ja. Obwohl er eine 1er angriff. Aber es ist physisch. Okay, ja gut. Hat er trotzdem verloren. Pech gehabt, sag ich dann. So. Das Feld hier lasse ich mal frei, weil da könnte ich zur Not die dann noch reinzimmern. Dann mache ich mal... Was mache ich denn mal? Legen wir da mal einfach die hier hin. So, das war jetzt fies. Ja. Jetzt müsste ich eigentlich, wenn ich Glück habe, ich müsste jetzt einen... Habe ich einen magischen... Nee, ich habe natürlich keinen magischen Angriff. Das ist jetzt blöd. Ich wollte eigentlich... Gut, ich könnte auch den da machen. Dann nehme ich die nämlich alle mit, nur wenn der jetzt... Okay. Das wäre nämlich jetzt, wenn der die da irgendwie geschafft hätte, dann hätte diese Karte halt alle anderen umgedreht. Gut, kann doch passieren. Nicht aber, wenn ich die da reinpacke. So, was macht er jetzt? Okay, wir haben gewonnen. Sehr schön. Und jetzt, glaube ich, können wir trotzdem... Ah, guck mal, jetzt bekommen wir diese 1P10. Die ist gut. Ja, die nehmen wir gleich mit. Sehr schön. Tridentos. Ne, noch eine Partie machen wir nicht. Ja, und so. Es macht schon Spaß irgendwie. Ja, es ist, wenn man es halbwegs, wenn man es mal geschnallt hat... Glaube ich, macht es schon Spaß, aber es ist irgendwie... Ich finde es schade, dass so viele Zufallselemente dabei sind. Ich meine, Kartenspiele sind ja eigentlich, also so in der echten Welt, ja, sind ja eigentlich dafür bekannt, dass es... Da waren wir auch noch nie. Ah doch, waren wir schon. Da ist dieses Kartenturnier-Dingens drin, da gehe ich aber nicht rein. Komm, spiel mal gegen den Bub mal. Ich hasse dieses blöde Kartenspiel, okay. Dann der Alte. Ach, noch eine Partie zum Warmwerden. Ja, go, schauen wir mal. Kartenspiele sind doch eher dafür bekannt, dass nicht so viel Zufallsgeschichten drinnen sind, oder? So, gut, dann machen wir wieder die beiden Flammendinger. Und hier, ja gut, nehmen wir die damit. Ich spiele einfach mal irgendwelche aus, ja.
Ja, komm, nehmen wir die noch. Ist okay. So, mir ist immer lieber, wenn der Gegner anfangen muss. Wunderbar. Der Name nämlich, ja. Denn links oben Name ist Programm. Ja, ist ganz wichtig. So, wir könnten es uns einfach machen. Und den gleich mal schnappen. Nö, können wir nicht, weil wir keine Karte haben, die noch... Ich wollte das nicht da hinlegen. Das war jetzt ein Fehler. Ja, das wollte ich jetzt echt nicht da hinlegen. So, gut, weißt du was? Komm. Dann gehen wir einfach aufs Ganze. Und wählen mal den da. Nein! Okay, jetzt wird's kritisch. Verdammt, die kriegen wir ja gar nicht mehr. Das ist jetzt doof. Ja gut, weißt du was, dann machen wir den da. So, weil dann sind die zumindest schon mal fix ausgegraut. Dann können wir den da mitnehmen. So, und dann machen wir noch den da. Ja, wir haben aber trotzdem, komm, wir haben trotzdem gewonnen. War jetzt ein bisschen knapp. Das nehmen wir da mit, so ein Pudding. Weiß ich nicht. Kriege ich eigentlich, ja. Ja, das war jetzt wieder ein bisschen doof. Nee, noch eine Partie machen wir nicht. So. Ich finde es schade, eben wie gesagt, weil normalerweise bei Kartenspielen sollte nicht so viel Zufall dabei sein. Es gibt zwar bei echten Kartenspielen dann auch die Option, dass man Würfel mitnimmt. Haben wir da oben schon mal. Achso, da sind wir runtergekommen, ne? Gibt schon auch die Option, dass man Würfel nimmt, um Sachen zu würfeln. Genau, da müssen wir hin. Aber... Was sagt sie eigentlich? Ich habe ihn gesehen, diesen zwielichtigen alten Mann mit Brille und Hut. Ich sagte, der ist mir nicht ganz koscher. Bei dem passt man besser auf. Da trinke ich garantiert etwas vor sich. Aber normalerweise eben, wenn ich gute Karten habe, dann gewinne ich in der Regel auch. Ja, da gibt es nicht so viele Zufallselemente. Und hier ist gefühlt, diese Battle-Animation oder dieser Kampf ist komplett Zufall. Ach. Ja? Professor Toto. Gut, jetzt treffen wir hoffentlich Professor Toto. Und nicht irgendjemand anderen. Hoffentlich verrät uns der nicht. Prinzessin, bitte vergib mir meine Dreistigkeit, euch in solch einer schäbigen Behausung zu empfangen. Hier wohnt ihr also, Professor? Ich verließ Alexandria und war seitdem ständig auf der Suche nach einem Geldgeber für meine Forschungen. Doch glücklicherweise fand ich hier in Treno bald einen Gönner und ließ mich nieder. Aber wie bezaubernd ihr geworden seid. Mein Herz ist verfüllt von Freude, dass es mir noch einmal vergönnt ist, euch treffen zu dürfen. Professor Toto, es freut mich, euch bei so guter Gesundheit und Laune anzutreffen. Oh, ich sehe, die Prinzessin hat in euch einen treuen und verlässlichen Reisebegleiter. Ja, ich könnte nachts nicht ruhig schlafen, in dem Wissen, dass die Prinzessin auf so einer gefährlichen Reise allein zurechtkommen muss. Ein ernster Zeitgenosse wie eh und je. Ihr habt sicher eure Gründe für diese Reise. Ich werde euch also keine lästigen Fragen stellen. Jedenfalls habe ich die Silbernadel in diese Truhe getan. Bitte verfahrt mit ihr, wie es euch beliebt. Ich bin einmal so frei und so. Was ist mit ihm los? Unverschämter Kerl, ein Dankeschön wäre ja wohl das Mindeste. Bitte beruhigt euch, Hauptmann Steiner. Es ist in Ordnung. Ja, ach, okay, jetzt können wir uns bewegen. Es ist schon wirklich eine Schande, dass ich neuerdings mit elenden Diebespack zusammenarbeiten muss. Aber mit ihm können wir Karten spielen. Ja, komm, dann spielen wir eine Runde. Hoho, eine Partie Karten also. Ja, go. Ich hoffe aufrichtig, ein würdiger Gegner sein zu können. Wahrscheinlich ist er jetzt voll stark und hat die epischsten Karten überhaupt. So, Joker-Karte. Was habe ich da? Ja, gut, nehmen wir die beiden. Die beiden Bomber haben mir noch nie Pech gebracht. So, die ist gut. Die behalte ich mir lieber auf. Ah, gut, weißt du was, dann nehmen wir nochmal hier. Ich habe so viel von diesen Skeletten. Nehmen wir die da. So, go. Ja. Nein, ich muss. Ich will nicht. Komm, dann nehmen wir die da. Oh. Ja, das ist ja fies. Gut, der hat magische Abwehr, also wenn wir physisch angreifen, sollte das kein Problem sein. Wenn wir diese Geschichte machen. Sehr schön. Okay, und das geht auch weg, aber es ist... Was ist denn das? Oh, wir haben es mitgenommen. Das ist ja schön. 1M01. Eieiei, das ist gut. So, ich schütze die Karte jetzt, indem ich das dahin packe. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht gelaufen. Das war jetzt ganz, ganz schlecht. So, komm. Das war jetzt fies? Was soll denn das jetzt bitte? Verdammte Scheiße. Schande. Okay. Ja, das ist jetzt einer dieser Random-Momente. Ja, und jetzt hat er mir natürlich meine Flunderdrachenkarte genommen. Das ist jetzt einer dieser random Momente, wo ich sagen muss, oh, echt jetzt? Komm, jetzt machen wir noch eine. Jetzt nehme ich auch meine besten Karten. Ja, jetzt reicht's mir. Jetzt werde ich wahrscheinlich alles Gute wieder verspielen.
So, und die beiden Bomber als Joker-Karten. Oh, ein Bomber ist gestiegen, sehe ich gerade. Das ist ja schön. So, komm, dann, der macht magischen Angriff und der hat einen magische Abwehr. Nee, das geht natürlich nicht. Gut, dann packen wir da mal, ja, die ran. Ist okay. Das fand ich jetzt nicht so schön. Das ist schon wieder so ein Scheiß. Ja, komm, weißt du was? Physischen Angriff, der hat null physische Verteidigung. Das sollte gehen, das passt. Sehr schön, alles gehört wieder mir. Wunderbar. Das ist scheiße. Das ist schlecht. Ja, super. Der spielt gut, muss ich sagen. Der spielt gut. Ja. Ja, noch so. Ich hoffe, ich bin ein würdiger Gegner. Ja, verdammt, du bist ein würdiger Gegner. Jetzt habe ich keine physischen Angriffe mehr. Eieieiei. Ja, komm, dann müssen wir fast so machen. Weit schon. Gott sei Dank. Immerhin irgendwas. Ja. Noch ist er in der Unterzahl. Ich befürchte aber, das wird sich ändern, weil der wird wahrscheinlich... Ich mache lieber den da, um den zu schützen. Das war eine schlechte Idee. Aber wir haben zumindest Gleichstand. Ja. Nee, nochmal spiele ich nicht mehr. Das ist mir zu gefährlich. Also man merkt, der ist stärker. Damit kann ich endlich Blend befreien und so. Professor, ist das der alte Gaia-Globus? Richtig. Eine recht akkurate Nachbildung des Planeten, der uns beheimatet, Gaia. Ihr habt mich damals viel gelehrt, Professor. Ich hoffe, mein trockener und langweiliger Unterricht konnte euch im Nachhinein betrachtet das eine oder andere Mal zu Nutzen gereichen. Entziffert mal mehr als 500 Jahre alte Schriftstücke stößt man doch immer wieder auf zwei bestimmte Begriffe. Zum einen Schatzkristall, zum anderen Esper. Aber beide Begriffe findet man in keinem einzigen Schriftstück, das jünger als 500 Jahre ist. Laut den angesehenen Archäologen Frederick Esch handelt es sich bei den Schatzkristallen um Ketten, die in Alexandria von König zu König weitervererbt wurden. Jedoch kommt es mir seltsam vor, Ketten als Kristalle zu bezeichnen. Und auch seine Abhandlung über die Beziehung zwischen Bestia und Steinen kann man nur als überaus interessant bezeichnen. Professor Toto? Oh, die kleine Gani. Ah, Prinzessin. Ich habe wohl gerade wieder ein ganz schweres Buch gelesen, nicht wahr? Also ihr, nicht ich. Ich kann ja noch nicht lesen. Hoho, leider habe ich bereits so gut wie alle Bücher hier durch. Es ist nur, dass sich mein Geist beruhigt, wenn ich von Büchern umgeben bin. Oh, ich finde ja schwere Bücher ziemlich doof. Prinzessin, ihr solltet euch aber eine Sprechweise angewöhnen, die eurem edlen Blut entspricht. Schwierige Bücher missfallen euch also, meint ihr. Gut, gut. Aber obwohl mir schwere Bücher missfallen, so war es letztes Mal sehr spannend, als ihr mir aus dem einen vorgelesen habt. Wie ist es doch gleich nochmal, Deine Taube möchte ich sein. Eines der Werke von Meister Eivon. Sehr wohl. Mich dünkt es ebenso. Na, was sagt ihr? War das meinem edlen Blut angemessen? Hohoho, mich dünkt, ihr solltet heute nicht vergessen, eure geliebten Lilien zu düngen, teuerste Prinzessin. Professor Toto, was ist denn das hier? Das ist ein Gaia-Globus, ein Modell des Planeten, auf dem wir leben, sozusagen. Gaia-Globus? Leben wir etwa in dieser runden Kugel? Ich meine diesen Globus? Hohoho. Nicht in, sondern auf dem Globus, beziehungsweise auf dem Planeten. Hä? Moment mal. Ein Planet besitzt Energie, besitzt Leben. Und das wird zur Grundlage der Theorie über die Beziehung zwischen Steinen und Beschwörungen. Und das bedeutet wiederum... Das ist es. Oh, Prinzessin, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe mich mal wieder hinreißen lassen. Schon gut. Sag mal, wo ist denn auf diesem Globus mein Zimmer? Nun ja, dermaßen detailgetreu soll kein Globus leider nicht. Aber das Schloss ist drauf, oder? Nun, ich befürchte auch das Schloss nicht. Und Onkel... Ja. Es ist jetzt bald 8 Jahre her. Ja. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Du bist älter geworden. Ich war damals schon alt. Haha, spannend, ne? Seitdem habe ich wie immer Bücher und andere Materialien zusammengesammelt und meine Forschungen fortgesetzt. Und der Gaia-Globus? Ja, der hat auch schon so einiges durchgemacht. Aber ich reparierte das gute alte Stück und benutze ihn nun als Sternenwarte.
die Sterne aus dem Herzen Gaias betrachten. Eine irgendwie interessante Perspektive, wie ich finde. Das stimmt. Prinzessin, ich möchte euch nicht belästigen und über die bisherigen Geschehnisse ausfragen, aber ihr sollt wissen, dass ich auf eurer Seite stehe. Wenn ich euch also mit meinen bescheidenen Fähigkeiten zur Hilfe gereichen kann, so wäre es diesem alten Wirrkopf eine große Ehre. Professor Toto! Ich verstehe, nicht zu glauben. Die Königin geht also schon so weit. Wie ihr wollt, ich halte es zwar für sehr gefährlich, aber ich werde euch helfen, wieder nach Alexandria zu gelangen. Aber wie nur? In weiser Voraussicht, dass es eines Tages mal von Nutzen sein könnte, habe ich einen sehr alten Mechanismus restauriert und regelmäßig gewartet. Hier entlang bitte. Oh, soll das etwa heißen, dass wir nach Alexandria zurückkehren können? Ich komm auch mit und so. Was willst du denn in Alexandria, du Lump? Von Alexandria aus ist es nicht weit zu diesem verdammten Wald, in dem Blank als Steinstatue sein Dasein fristet und so. Wunderbar, dann gehen wir alle zusammen. Nicht wahr, Steiner? Wir müssen Blank und auch Mutter helfen. Gut, ja. Dann gehen wir wohl oder übel gemeinsam nach Alexandria. Wir gehen dann mal nach oben. Aber bevor wir in dieses Loch steigen, werden wir eine kurze Pause machen, beziehungsweise diese Folge hier beenden. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.